In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihren Lerngruppen den Zugang zu ausgewählten Unterrichtsmedien datenschutzkonform ermöglichen können. Als Lehrkraft in Schleswig-Holstein haben Sie Zugriff auf das gesamte Angebot der IQSH-Mediathek, das nicht nur aus Videos, sondern auch aus interaktiven Aufgaben, Arbeitsblättern und Arbeitsheften, Audiodateien sowie kombinierten Wissenspaketen besteht. Um das Unterrichtsmaterial für Ihre spezielle Lerngruppe zusammenzustellen, melden Sie sich zunächst in der Mediathek an und gehen entweder gleich auf die Suche nach Ihren Medien oder Sie legen bereits zuvor eine sogenannte Medienliste an. Hierzu klicken Sie links in der Navigationsleiste auf Medienlisten und tragen in dem Feld Neue Medienliste erzeugen einen Namen für Ihre Medienliste ein. Sie können sie zum Beispiel nach dem Unterrichtsthema benennen, um das es gerade in Ihrem Schulfach geht. Danach gehen Sie auf Suche, um die entsprechenden Medien zu finden. Mit einem Klick auf das Pluszeichen können Sie das Datenblatt zu dem jeweiligen Medium einsehen, während Sie auf Abspielen klicken müssen, um sich das Medium selbst anzusehen. Das Hinzufügen zu Ihrer Medienliste erfolgt mit einem Klick auf Medienliste Plus. Falls Sie vor Ihrer Suche noch keine Medienliste angelegt haben, ist dieser Schritt auch nachträglich möglich, indem Sie hier den Namen Ihrer Liste eintragen und auf das Pluszeichen klicken. Da die Liste in unserem Fall aber schon existiert, wählen Sie sie einfach aus und fügen ihr das Medium hinzu. Ein versehentlich hinzugefügtes Medium lässt sich übrigens mit einem Klick auf das Minuszeichen unkompliziert wieder entfernen. Ihre Liste dürfen Sie so viele Medien, wie Sie möchten, hinzufügen. Auch selbst erstellte eigene Inhalte können hinzugefügt werden. Hierzu klicken Sie links in der Navigationsleiste auf Eigene Inhalte und lassen sich alle anzeigen. Mit Klick auf das Medienlistensymbol können Sie sich aussuchen, zu welcher Liste Ihr Medium hinzugefügt werden soll. Wenn Sie nun Ihre Medienlisten aufrufen, erkennen Sie am Vorschaubild, dass schon Inhalte in der soeben angelegten Liste vorhanden sind. Der Klick auf Details verrät Ihnen, welche das im Einzelnen sind. Unsere Medienliste ist fertig. Um die Inhalte nun für Ihre Lerngruppe verfügbar zu machen, müssen Sie eine Klasse bzw. eine Lerngruppe anlegen, sie mit Ihrer Medienliste verknüpfen und Zugänge generieren. Hierfür klicken Sie zunächst auf Schülerzugänge. Im Feld Klasse Lerngruppe erzeugen tragen Sie bei Name der neuen Zugangsliste die Bezeichnung Ihrer Lerngruppe ein und klicken auf Erzeugen. Sie können Ihre Lerngruppe einer Klassenstufe zuordnen. Das Ablaufdatum bezieht sich auf die Zugangsberechtigungen, die Sie gleich erstellen werden. Wenn Sie keine andere Auswahl treffen, laufen diese mit Ende des aktuellen Schuljahres ab. Sie können außerdem entscheiden, ob Sie Ihrer Lerngruppe die Recherche aller Medien in der Mediathek gestatten möchten oder nicht. Und es steht Ihnen frei, eigene Hinweise zur Lerngruppe einzutragen. Notwendig ist allerdings die Verknüpfung von Lerngruppe und Medienliste. Hierfür klicken Sie auf Klassenregal und klicken im Feld Medienliste hinzufügen auf Hinzu. Erneut wählen Sie Ihre Medienliste aus, klicken noch einmal auf Hinzu und schon ist die Verknüpfung erstellt. In einem letzten Schritt generieren Sie Zugänge für Ihre Schülerinnen und Schüler, die es Ihnen erlauben, sich in der Mediathek anzumelden und die für Sie erstellte Medienliste einzusehen. Dazu klicken Sie auf Edu-IDs. Als Edu-ID bezeichnet man eine vom System generierte Buchstaben- und Zeichenkombination, die beim sogenannten Schüler-Login einzugeben ist. Es handelt sich um einen nicht öffentlichen Zugangscode, für dessen Erstellung keine personenbezogenen Schülerdaten erfasst werden müssen. Alternativ können sich die Schülerinnen und Schüler auch durch den Scan eines QR-Codes anmelden. Um Edu-IDs und QR-Codes zu generieren, tragen Sie im Feld Zugänge erzeugen die Anzahl der gewünschten Zugänge ein. Es empfiehlt sich, pro Lerngruppe nur einen Zugang zu erzeugen, welchen Sie dann zum Beispiel per E-Mail-Verteiler oder auch als Kopie weitergeben können. Sobald Sie auf Neue Zugänge erzeugen klicken, wird Ihnen die Erstellung des Zugangs oder der Zugänge bestätigt.
Es handelt sich zunächst um den QR-Code, den Sie mit einem Rechtsklick als Bild speichern oder kopieren können, um ihn im Anschluss zum Beispiel in eine E-Mail einzufügen. Unter dem Link zur Mediathek finden Sie die Edu-ID, die die Schülerinnen und Schüler beim Login eingeben müssen. Wie auch den QR-Code können Sie die Edu-ID einfach mit der rechten Maustaste zur Weiterverwendung kopieren. Mit Klick auf Liste drucken ist natürlich auch der Ausdruck einer Kopiervorlage möglich. Wenn Sie möchten, können Sie noch eine eigene Bezeichnung für den Zugang vergeben. Und schon steht der Einladung Ihrer Lerngruppe in die Mediathek nichts mehr im Weg. Übrigens gibt es noch eine zweite Möglichkeit, Medienlisten und Schülerzugänge miteinander zu verknüpfen. Sie rufen die entsprechende Medienliste auf und klicken auf Schülerzugänge hinzufügen. Hier wählen Sie entweder eine bereits bestehende Lerngruppe aus oder Sie legen einfach eine neue an. Sollten Sie diesen Weg wählen, dürfen Sie jedoch nicht vergessen, Ihre Änderungen abschließend zu speichern und auch für die neu angelegte Lerngruppe Schülerzugänge zu generieren. Und wie sieht der Zugang für die Schülerinnen und Schüler aus? Sie gehen auf die Seite sh.edepool.de, klicken rechts oben auf Anmelden mit Schülerlogin und melden sich mit der von Ihnen bereitgestellten Edu-ID an. Dann klicken Sie auf Meine Listen und haben Zugriff auf die von Ihnen erstellte Medienliste. Auch das Scannen des QR-Codes führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum Ziel.